Ja, willkommen Leute zu einem neuen Part von Splatoon 2 Online. Ja, das ist auch jetzt auch schon wieder eine Weile her, seitdem das letzte Mal Splatoon kam. Ich habe jetzt ein bisschen vorhin offline gespielt und man kann sagen, das hier ist ein Part Road to Level 10. Denn im 10. Level wird uns endlich ein neuer Kampfmodus freigeschalten. Ja, wie ihr seht, für die normalen Verhältnisse war ich jetzt noch nicht so aktiv im Online. Das will ich aber in Zukunft, soweit es geht, versuchen zu ändern. In Zukunft sollen ja, sobald ich es hinbekomme, auch wieder viele Streams kommen, vor allem zu Online-Games. Und dann werde ich auch das hier öfter mit euch spielen. Ja, außerdem, ab jetzt könnt ihr eben auch mit mir spielen in meinen Aufnahmen, aber das habe ich schon erwähnt, dass ich gerade auch an einem Discord-Server arbeite und an dem könnt ihr erfahren, wann ich aufnehme, wenn ihr beitretet. Okay, ich habe diese Arena jetzt gefühlt zum 5. Mal in Folge gemacht. Ich weiß, es gibt immer nur 2 Arenen, aber 5 Mal in Folge gleich. Boah, das war nicht so gut. Glück gehabt. Boah, die hat mich voll erwischt. Die Haftbombe, die ich auch genutzt habe eben. Echt praktisch, diese Haftbombe, muss man sagen. Kann man leicht Leute damit erlegen, weil man die gerne auch übersieht oder einfach aus dem Nichts kommt. Finde ich praktisch. Okay, jetzt färben wir hier mal ein bisschen ein. Schon haben wir die Bomben wieder. Gut. Was zum Teufel ist das? Haha. Ach so, ich dachte, das ist mein Team. Okay, dann halt nicht. Okay, diese Waffe habe ich auch noch nicht benutzt. Keine Ahnung, was das für eine ist. Ich plane, dass wenn ich irgendwann mal alle Waffen habe, mal so ein Video zu machen, wo ich in jeder Schlacht eine andere benutze. Ich weiß, dieses Video wird sehr, sehr lang. Ich kann es auch in mehrere Parts aufteilen, aber das habe ich durchaus mal vor. Weiß bloß noch nicht, wann. Es kommt halt darauf an, wann ich schaffe. Okay, färben wir das hier ein bisschen ein. Der hätte es fast übersehen jetzt. Ich denke, es haben wir verloren, Leute, oder? Hey, es sieht sogar ganz gut aus. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, damit müssten wir jetzt Level 9 schon mal erreicht haben. Weil ich war Level 8 fast im Level 9. Schauen wir mal. Yes, Level 9, okay. Oder Stufe 9, wie es hier steht. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Aus 5 Mal werden 6 Mal. Und wir sind erneut in dieser Perlmutt-Akademie. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Im Gegenteil, es ist eine meiner Lieblingsarenen, muss ich sagen. Dennoch, es ist auffällig oft bisher geschehen. Ich glaube, so oft habe ich noch nie eine Arena hintereinander bekommen. Ernsthaft, was macht denn der? Ja, keine Ahnung, was der macht. Ich glaube, dieser Nico da ist überall, wo ich bin, oder? Ist halt echt so. Ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den hinteren Bereich, färbe hier ein bisschen ein. Okay, da hocke ich jetzt nicht mehr. Jetzt gehen wir auch mal ein bisschen nach vorne. Weil sonst sind sie ja allein da vorne, ohne mich. Penelope, toller Name.
Ernsthaft? Ich ziele und ziele auf den und da helfe ihn einfach nicht. Er hat mich, muss ich euch echt zugeben, ein bisschen überrascht. Ich habe nicht nachgedacht bei der Aktion, dass der auch hochkommen könnte. Mensch, Blue One Up. Tja. Das kann ich mir auch ein bisschen selbst zuschreiben. Okay. Irgendwie halte ich mich sehr gerne in diesem Bereich auf, aus welchem Grund auch immer. Boah, jetzt wäre ich fast ins Wasser gefallen. Das wäre es gewesen. Fail. So. Echt jetzt? Dieser Mika hat echt überall Augen, muss man echt sagen. Wie der mich da noch gekillt hat, frage ich mich auch noch. Und hier ist immer, wenn ich hier bin, gelb alles. Und daraus lässt sich meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen schließen, dass wir nicht gute Hand sind. Okay, aber ich habe schon... Ich bin öfter gekillt worden, als dass ich selbst Kills gemacht habe. Ja, willst du jetzt da hingehen? Na gut, dann halt nicht. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, was für einen Knopf man da drücken muss. Niederlage! Aber ist ja klar, wenn wir wieder mal einen haben, der 0 Punkte hat, ist ja kein Wunder. Permut Akademie zum 10.000. Mal hintereinander. Echt jetzt? Und nein, das ist nicht, das ist jetzt eine Schlacht nach der anderen. Ich habe jetzt da nicht irgendwelche Schlachten nicht reingeschnitten. Das ist echt so. Wieso kann man das da oben eigentlich nicht anfärben, wenn man das hier anfärben kann? Macht irgendwie keinen Sinn, finde ich. Was war das denn? Okay, das ist vermutlich irgendeine Spezialattacke, nehme ich mal an. Aber die habe ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Ja, irgendwann werden wir vielleicht, oder vermutlich bestimmt auch mal darauf stoßen. Bin schon mal gespannt darauf. Genau. Ganz genau. Ich schieße und dann kommt er und überholt mich. Und ich habe so 10 Jahre drauf geschossen und es hat nicht gezählt. Genau. Typisch Lag halt. Ja, ich hoffe, dass es jetzt mit Kills technisch erfolgreicher sein wird. Ja, so gefällt mir das. Scooter. Die hätten wir jetzt. Haha, endlich. Okay. Da habe ich jetzt natürlich ganz üblicherweise den falschen Knopf gedrückt. Dafür bin ich ja schon fast bekannt. Haha, am Hochschwimmen erledigt. Bisschen campen halt.
Was zum Teufel holt da unten rum? Haha. Bisher ging es noch gut, fragt sich bloß wie lange noch. Hey, ist fast aus. Okay, dann schauen wir mal. Sieht nicht schlecht aus, kann man schon mal sagen. Ob es reicht, bestimmt, nehme ich mal an. Relativ eindeutig auch noch. Gut. Was hat denn der für eine Waffe, der Auri da? Oder Auri, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, das Campen dort oben macht auch mal Spaß. Ja, dann sehen wir uns gleich zur nächsten Schlacht. Unfassbar. Wir sind das erste Mal in einer anderen Arena. Die ersten drei Schlachten waren wir immer in der Perlmutt-Akademie und jetzt endlich in der Seeigelhawk-Bühne. Was machst du denn da? Du wirst doch jetzt... Mach halt! Jetzt sind wir schon wieder benachteiligt, wetten? Ja, genau. Und das ist schon wieder das Unfaire. Dann können wir eigentlich gleich nach Hause gehen. Ist halt echt so. Weil der wird so uns eher nur ein Problem behalten. 3 gegen 4 ist halt immer unfair. Und ich habe das Gefühl, dass in 70% der Fällen der mit 0 Punkten immer in meinem Team ist. Immer. Oh, da habe ich mich weggedreht. Hätte ich mich nicht weggedreht, dann hätte ich ihn selbst getötet. Ja, schaut euch den an. Oh, nervt. Geht euch das auch so, wenn ihr jemanden in eurem Team habt, der disconnected? Gleich am Anfang an der Schlacht, nervt euch das auch so? Ich nehme mal an, das ist auch der Fall. Okay, um den Bereich kümmere ich mich jetzt mal nicht. Gehe ich mal hier rüber. So, ich sehe, um ehrlich zu sein, wirklich weit und breit überhaupt keinen. Das ist ein bisschen seltsam. Sind alle, da hinten sind zwei, okay. Bitteschön. Scooter, ausnahmsweise mal in meinem Team. Der Wurf war gut. Musste sich ihren Posten verlassen. Okay. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Geht's mal ein bisschen weiter voran. Da hoch. Warum nicht? Da oben kann man auch sich gut umschauen. Okay, aber jetzt tue ich lieber noch ein bisschen Zeugs anfärben. Weil... Da ist noch was zum Einfärben genug. Okay, wir haben ein bisschen noch was einfärben können, aber ob das geholfen hat? Naja, es sieht okay aus, sagen wir so. Es war halbwegs knapp, es hat sogar gereicht für den Sieg. Okay. Ja, und die kriegt 1000 Punkte, obwohl sie nichts gemacht hat. Super, habe ich auch noch nicht gesehen. Und zur letzten Runde für diese Folge von Splatoon 2 Online sind wir ebenfalls mal wieder in der Seeigelhawk-Bühne. Wenn es jetzt wieder die Perlmutt-Akademie gewesen wäre, fände ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Wie gesagt, obwohl ich die Arena sehr gern mag. Ist ja auch so, in Mario Kart will man ja auch nicht, zumindest wollen das die meisten nicht, dieselbe Strecke 10 Mal in Folge fahren oder so. Wer will das schon?
Irgendwann ist er langweilig. Ich finde, bei Mario Kart ist es ja noch extremer als bei Splatoon, finde ich persönlich. Dass man sich da noch eher, ich sage jetzt mal, abfährt, als hier in Splatoon 2 von einer Arena abspielt. Oder abschießt, je nachdem. Okay, jetzt gehen wir mal auf diese, wie ich sie nenne, Aussichtsplattform. Oder wir sind so fies und werfen da eins rüber. Da auch noch eins. Okay, haben wir komplett alles gelb mal gemacht. Okay, hier gibt es noch genug zum Einfärben. Machen wir das. Das. Okay, aber das Problem war, hier ist kaum Pink. Okay. So, jetzt schnell Hausi, bevor uns der noch von oben her noch trifft oder so. Jetzt werden wir lieber hier noch ein bisschen. Hier ist sogar noch einiges am Pink. Weg damit mit der Schweinchenfarbe. Okay, um ehrlich zu sein, fühle ich mich hier auch nicht so wohl. Ich gehe jetzt mal von hier oben, mache ich mich mal wieder hin. Okay, den hätten wir erledigt. Jetzt geht's noch an den. Okay, das sah sehr souverän aus, oder? Ja, wir haben sie wirklich praktisch zerstört. Ja, Leute, das war im Gegensatz zum letzten Part doch eine sehr, sehr erfolgreiche Angelegenheit. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren für mehr. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke sehr. Bis bald. Auf Wiedersehen.